Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 947 und heute ist ganz einfach, ihr seht schon alle drei Mods. Genau, wir haben heute drei Fahrzeuge, die stehen alle beim Shop auf dem Parkplatz und wir fangen an mit dieser IFA-Variante. Da steht dann Load, Missing, Configure, bla bla bla. Ja, also nicht super ultimativ fehlerfrei, aber ich habe ihn trotzdem mit reingenommen. Und ich weiß nicht, wie viele Fehler er direkt rausschmeißt, aber es sieht aus, wenn es einfach nur ein, zwei Zuordnungen sind halt. Ja, ihr seht hier den IFA, den W50LA, so heißt das gute Stück, hier laut wenigstens der Beschreibung hier. Ja, ne, man sieht hier Beleuchtung vernünftig eingesetzt, den berühmten Metallring draußen rum. Wir sehen hier, ne, wir können Türen auf und zu machen von außen, also er ist rollenspieltauglich, sag ich mal so, ne. So muss man nur noch den Knopf finden, um es wieder zuzumachen, da haben wir ihn. Ja, also wie gesagt, das sieht so von außen schon mal sehr gut aus. Er ist ein Überlader. Das ist der ganze Trick an der Geschichte. Hier schön mit der normalen Bereifung, hinten schön Zwillingsbereifung drauf. Schön die Flappen hinten dran, noch die Geschwindigkeitsgeschichte, wie schnell fahre ich. Und wir haben hier die ganze Rohrgeschichte noch zum Überladen an. So, ich steige schon mal ein, aber wir gehen mal zuerst im Shop, machen den LKW-Part klar. Und da sehen wir ihn ohne Behältnis drauf, warum auch immer es auf dem Bild so ist. Und hier seht ihr 7200, kostet nämlich die Option, ist der Kasten anscheinend hinten drauf. Der LKW an sich stand ja vorne mit 6000, ne? Warum das hier immer schon, weiß ich nicht, das ist ein bisschen komisch immer. Aber ist mir bei einigen Mods schon untergekommen. Wir können 10 Kubik unterbringen, das ist schon mal was Wesentliches. 125 PS hat das gute Stück. Wir könnten die Designfarbe ändern, das ist eigentlich nichts anderes wie vorne die Kabine, ne? Ihr seht, da sind hier auch ein paar klassische Farbtöne dabei. Da seht ihr aber Missing, ne, und dann irgendwelche Beschreibungen, die nicht passen. Aber die Farbe an sich ist da. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, eine Pflegebereifung zu setzen. Das heißt, das ist eine normale, hier gibt es Normalbereifung, Zwillingsbereifung und die Pflegezwilling. Die hat dann dementsprechend andere Rillentechnik hier, ne, also anderes Profil. Ja, sieht so sonst ganz ordentlich aus. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal rein, das sind wir schon. Wir machen mal einen üblichen Lichttest. Ne, da seht ihr, der geht in zwei Stufen. Allerdings kommt zuerst das volle Licht, dann das abgeschwächte Licht. Warum auch immer das so ist. Auch hinten hat er dementsprechend Licht. Wir blinken freundlich auf beiden Seiten. Wie üblich der Standardpart. Wir gucken uns das Ganze von innen an. Da sieht das eigentlich so ganz ordentlich aus. Wenn wir hier Licht anmachen, sehen wir schön eine Glimmbeleuchtung für die Fernlichtgeschichte, die eigentlich die Standardvariante ist, glaube ich dann. Sehen wir halt, ist eine Zusatzleuchte da. Schön klassisch raues Kunststoff-Geschichte, liegt auch ein bisschen Werkzeug dabei, damit man ihn auch an der Fahrt halten kann, sag ich mal so. Und man sieht, wir haben hier Möglichkeiten, was aufzuklappen. Wir haben eine Interactive Control, da drücke ich jetzt auch nochmal drauf. Und dann sehen wir können hier drin alles bedienen, sämtliche, ne, Schalterchen und sowas ist hier alles machbar. Man muss halt nur, ihr seht da, die Beschriftung ist nicht so unbedingt so meine Sprache, sagen wir es mal so. Wir können hier die Dachluke aufmachen, wir können die Sonnenschutzsachen machen, wir können hier die Türen aufmachen, wir können Fenster runterkurbeln, so wie es aussieht. Ja, und zwar in Windeseile, ne, passenderweise. Lights, Turnlight, also das ist Lichtgeschichten, Blinkergeschichten, Anlassen, das Ganze. Ja, wir können auch hier dementsprechend, ups, Motor starten will ich nicht, wir können auch hier den Sonnenschutz machen. Also wir haben schon ein paar Funktionen da, das sieht alles soweit alles ganz ordentlich aus. Ne? Wir gehen jetzt nochmal in den Außenbereich mit dem X aufklappen, dafür muss ich den Motor dann tatsächlich anmachen. X aufklappen, seht ihr hier, das ist der Deckel, das ist die Beladungsgeschichte. Mit dem O-Rohr rausfahren, seht ihr selber, auch das wird dementsprechend dann schön gemacht. Und wir haben noch eine Maussteuerung da, das seht ihr auch, das geht aber jetzt einmal nach hinten rauf, genau. Mit der Maussteuerung kann ich hier noch Höhe und Tiefe dementsprechend dann bestimmen. Ne? Schöne Geschichte. So kann man auch in was Größeres oder sowas reinmachen. Das Rohr ist schön lang, sodass man damit auch andere Sachen vernünftig dann be- oder überladen kann. Ne? Ich habe mit O das Ganze nochmal wieder raus reingefahren. Wenn wir jetzt hier im Shop nochmal gucken und ihr guckt euch das hier an, da seht ihr, er kann sozusagen nämlich alles überladen, was ihr hier seht. Ne, unter anderem dann auch Düngergeschichten oder sowas. Ne? Also das macht dann schon Sinn. Ne? So ist das dann wieder zusammengefaltet, das Ganze. Ja. So, ich mache die Hilfe mal wieder aus. Ich mache den Motor mal wieder aus. Ich lasse das alles nochmal neu an und dann drehen wir nochmal eine Runde mit.
Ja, Rückfahrleuchter hat er keine. Rücklichter ist das eins, was vielleicht nicht optisch nicht ganz so gut aussieht. Sonst sieht das Ganze eigentlich gut aus. Ja, ich könnte natürlich den auch jetzt passend da noch reinlegen. Ne? Ihr habt gesehen, ich stand noch ein bisschen hoch das Rohr. Ich habe das natürlich jetzt hier dann passend abgelegt. So. Ja, also ich finde ihn so ganz gelungen. Er ist auch so funktionell. Es gibt zwar ein, zwei Missing-Geschichten da, aber wie gesagt, grundsätzlich gesehen funktioniert er. Und sieht auch schön Fenster runtergekurbelt, allen drum und dran. Sind auch ein paar nette Funktionen da. So, wir marschieren eine Runde rüber. Ich fange einfach mal mit ihm hier an. Wir haben nämlich noch einen Valtra. Das ist die, in dem Fall der T190. Das fängt an beim T120. Das ist nicht, das soll nicht eine Doppelauspuffanlage sein, sondern auch irgendwie eine Luftzulass sein, warum auch immer das dann so aussieht. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, neben den Reifen auch Reifengewichte extra zu setzen und hier auch das Gewicht für zu bestimmen. Wir haben Rundumleuchten zu setzen und vieles andere auch. Zeige ich euch einfach mal im Shop. Ist unter mittelgroße Traktoren das Ganze. Da seht ihr ihn selber. 2002 bis 2004 gebaut das Ganze anscheinend. Ne? Wir haben hier vorne die Möglichkeit, Gewicht zu setzen und Gewichtplattformen zu setzen oder halt die Frontanschlüsse. Wir haben die 120 PS Variante in zwei Geschwindigkeiten und die 133 PS Variante. 140 kommt dazu, 158. Es geht halt in mehreren Stufen dann immer so weiter, bis wir dann halt irgendwo beim 190er ankommen. Da sind wir bei 210 PS. Also für den kleinen Bereich, mittleren Bereich ist hier alles abgedeckt. Reifenvarianten auch hier. Wie gesagt, Standard, Breitreifen, ne, wir haben Zwillingsbereifung, nur hinten, vorne und hinten. Spezielles sind hier die Class Edition, die 500.000 Variante und wir haben auch die Cow Edition. Die ist ja schon mal als Sondervariante bei einem schnelleren oder anderen, neueren Modell gab. Das gab es ja mal als Sonderedition beim LS Original. Hier nochmal klassisch nachgereicht sozusagen, ne. Das ist Standard und wie gesagt, das ist die 500.000er Variante, die habe ich auch gemacht. Wir haben die Rückfahreinrichtung, da kommt hier eine zusätzliche Lenkeinheit hier hinten am Ende dazu. Wir können Reifengewichte setzen, dafür drehe ich es noch wieder ein bisschen. Da seht ihr 160, 320, ne? Also die 640 haben wir draußen auch dran. Wir können Kotflügelverbreiterung machen oder mit, oder wechselt halt auch vorne. Wir haben also schmal hinten und mit vorne und das Ganze dann auch andersrum sozusagen, nur breit ohne Kotflügel vorne und sowas halt. Wir haben Hinweisschilderchen Geschichten hier, Warndreieck oder Seitenmarkierung oder sowas. Das ist alles hier zu setzen, das habe ich, weiß gar nicht, ob das draußen überhaupt anhab. Ansaugrohr, da seht ihr, das ist halt die zweite Variante, was einfach aussieht wie der gespiegelte Auspuff hier. Ne, Rundumleuchten können wir setzen, ne, können wir auch nur links, nur rechts oder halt beide setzen. Wir können das Ganze auch nach vorne setzen, wenn wir das wollen. Ne, Dashboard Live habe ich jetzt, ne, seht ihr, dann kommen halt noch ein, zwei Kleinigkeiten dazu. Habe ich jetzt aber weiter nicht aktiviert gehabt. Wir haben hier die Möglichkeit, auch Quick hier zu setzen aktuell. Wir können das Ganze Maus oder Interactive Control machen, habe ich Interactive Control. Und bei den Farben seht ihr auch, da können wir also auch bisschen extremere Sachen draus machen und ja, ne, ihr seht Felgen, Kühler, Gitter auch in Dunkel, wenn man es lieber macht, die Felgen in Dunkel, ne, ihr seht, also man muss da nicht so die weiße Geschichte auslassen, da könnt ihr auch ein bisschen ins Spezielle gehen, dann geht es aber dann auch mal Richtung 154.000, aber für einen 210 PS Traktor ist das, müssen wir glaube ich auch mit denen hier vorne vergleichen oder so, das sind 300er, so 25, den seht ihr, da geht so in die Richtung, ne? Das passt dann schon so ein bisschen. So, ja, wir hüpfen rein. Wir machen einfach eine Runde Licht an. Einfach normal Licht. Wir haben hinten noch das Arbeitslicht, vorne das Arbeitslicht. Dann geht das Ganze wieder aus. Die Rundumleuchten funktionieren. Wir blinken und zwar auf der linken Seite wie auch auf der rechten Seite. Das funktioniert auch alles einwandfrei. Und ja, Rundumleuchten gehen. Wir gehen rein. Machen Licht an, dann sehen wir, wir haben eine ganz leichte Hintergrundbeleuchtung. Ne? Wenn ich den Motor anmache, dann seht ihr, da gehen erstmal 1000 Lämpchen extra an. Wenn ich dann Licht anmache, dann wird das auch heller. Ne? Das heißt, das eine war mehr so Tageslicht-Hintergrundbeleuchtung. Ne? Und hier ist selbst in der Säule, seht ihr, da ist auch eine Hintergrundbeleuchtung da. Ne? Und hier seht ihr die ganzen Lichtschalter, die umgeklappt werden hier. Ne? Also auch das sehr schön gemacht. Ich mache erstmal die Lichtvariante aus. So.
Dann machen wir mal Interactive Control an. Das ist so. Da seht ihr, wir können schön die Türen aufmachen. Dann haben wir noch ein paar Grundbediengeschichten hier. Und die Seite geht die Tür auch noch auf. Hier die Lichtvarianten können wir bestimmen. Wir haben hier hinten noch das aufzumachen. Wir haben jetzt keine Dachluke oder sowas. Wir können auch mit einem Radio rumspielen. Das geht noch. Ne? Das ist soweit alles klar. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ich mach das jetzt erstmal wieder aus. Mit Shift B unsere Fahrerrichtung zu wechseln. Dann seht ihr, da haben wir dann die kleine Lenkradeinheit sozusagen, ne, wenn ihr so wollt. Und so klappt das dann wieder weg und wir drehen uns wieder zurück und das Lenkrad kommt wieder uns näher. Ne? So, ich mache jetzt nochmal wieder aus und dann würde ich sagen, drehen wir einfach mal eine Runde. Ja, agil und gut unterwegs. Ne? Bremsen funktionieren, Bremsleuchten funktionieren, Rückfahrleuchten funktionieren so leider nicht. Ne? Hat er nämlich keine so. So, ich stelle dir mal hier neben. So. Und dann haben wir, obwohl die Folge schon ziemlich lang ist, noch eine Variante dabei. Irgendwie, ne? Drei habe ich ja meist Minimum sozusagen. Das ist etwas sehr Großes. Wir haben nämlich einen schönen alten Ford. Der läuft jetzt als 390V. Da seht ihr ein schönes altes, verranztes Ford-Schild. Er heißt auch Rusty vom Namen her, von der Mod her. Also, dass er hier verrostet ist, das ist jetzt kein Spaß oder kein Witz. Ihr seht, das hier dementsprechend funktioniert auch. Ne? Schön eingestanzt das Ganze, wie es früher üblich war. Dieses Gestell, was ihr hier seht, wenn ihr sagt, das ist aber scheiße, ne? Könnt ihr ruhig sagen, aber ihr braucht das nämlich nicht nehmen. Der sieht nämlich so aus. Wir können die Motorgröße 300 PS, 400 PS wählen. Ne? Das ist halt der Unterschied. Und wir können sagen, nö, wir wollen das Gestell nicht. Ich habe es nun mal mit gezeigt, damit ihr seht, dass es da ist. Und wir können innen noch einen Ventilator setzen, das ist es. Ne? Die Rostgeschichte sorgt dafür, dass wir halt keine Farbwahl im eigentlichen Sinne haben. Ihr seht selber, wir können ihn beladen. Wir haben Spanngurtgeschichten hier hinten dran. Ich hüpfe mal eine Runde rein, mache mal die Hilfe an. Da seht ihr, wir können mit X aufklappen. Man muss erst Motor für aufmachen. Und dann geht hinten die Klappe auf. Ne? Da seht ihr, das Ford dann auch spiegelverkehrt. Wir können die Spanngurte anbringen und schon könnt ihr damit auch transportieren. Ich habe noch eine Maussteuerung, ne, die geht mit vor und zurück geht die Beifahrertür auf, links und rechts geht die Fahrertür auf. Also auch das simpel und einfach und gut, ne, so dass das Ganze funktioniert. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal von innen angucken, wir machen erstmal Licht, da seht ihr, Standardlicht funktioniert, ne, und Zusatzlichtstufe ist also super groß in kleiner Stufe noch dazu, halt ein bisschen mehr. Da ist der Ventilator. Wenn ich jetzt hier Licht anmache, haben wir da so aus, wenn jemand eine Lampe anmachen würde. Ne, ihr seht selber Anzeigen und sowas, ist hier nicht so viel. Die Sitzbezüge sehen noch ganz ordentlich aus, dafür, dass das so eine verrostete Kiste ist. Aber das Armaturenbrett haben sie uns geklaut, sozusagen. Das ist schon nicht mehr da. Also, wie gesagt, ganz spaßig, sag ich mal so. Ne, oder halt nicht detailliert, je nachdem, wie man möchte. Ich finde es ganz witzig. Und ja, so sieht er dementsprechend dann aus. Und was noch überbleibt, ist dann eine Runde mit zu drehen, dann auch, ne? Und dann haben wir es schon. Ja, er liegt gut durch. Bremsleuchte funktioniert und er hat eine Rückfahrleuchte. Dafür, dass es eines der eher älteren US-Modelle ist, ist eine Rückfahrleuchtengeschichte natürlich ein Traum. Hier sieht man auch schön die Ladefläche, dass sie fast durchgerostet ist. Ne? Also ich würde da nichts zu Schweres reinmachen. Das könnte in die Hose gehen. Ne? Das ist nun mal so. So, ich packe ihn jetzt hier einfach mal so eine Runde neben. So. Dann steige ich eine Runde aus und dann gucken wir uns das Ganze hier nochmal so direkt an. Und dann seht ihr... ja, so sehen die Jungs dementsprechend aus. Ne? Ich mache das mal ein bisschen mehr von vorne so. Und dann, ja, dann haben wir es für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr informiert werden wollt, wenn das nächste Video rauskommt, könnt ihr das über das Glöckchen und die passenden Einstellungen machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
für die Unterstützung und sage dann einfach mal bis morgen.